Herzlich willkommen zu Persona 3 FPS, die Ernsta, 31. März Edition. Wie hat doch ein berühmter Fußballmensch mal gesagt, da ist der deutsche Weihnachten. Der Beckenbauer Franz. Ich habe in deiner Abwesenheit letzte oder vorletzte Folge auch ein Fußballzitat gemacht, aber ich war mir nicht sicher, ob das vom Bundesjugi war oder nicht. Und zwar dieses, das ist sehr schön. Das war von Jogi. Das ist der Bundesjugi, genau. Gut, da habe ich das richtig gesagt. So, wir haben glaube ich einen neuen Bogen für Jugeri, den ich jetzt verkaufe. Was ich natürlich nicht mache. So, in der kurzen Abwesenheit von Nazgul gehen wir jetzt erst schon, bevor wir mit den Charakteren reden. Im letzten Mal Jukeris Vergangenheit gesehen, wie sie zu ihrer Persona gekommen ist. Im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, dass wir immer in den Vergangenheiten gesehen haben, wie derjenige, in welcher Verfassung er sich befunden hat, als die Persona erwacht ist oder die Kraft, die Persona zu erwecken, verfügbar war. Ja. Und 719.000 Money. Kaufen wir noch 5 Revival Beats. Gucken wir mal, was noch so gibt. Ich habe übrigens gelesen, hier dieser Antique-Shop, wo man da Waffen fusionieren kann, was hier bei The Answer nicht geht, wurde auch bei The Journey erst nachträglich in der FPS-Version hinzugefügt. Das war damals hier auch nicht möglich. Es gibt einige schöne Dinge, wo sich die Entwickler was gedacht haben mit der FPS-Version. Kriegt man zum selben Preis, wie damals zum Neupreis die Persona 3 allgemein war. Dazu bekommt man aber diese Answer hier, gratis dazu. Im Endeffekt, das ist schon sehr, sehr vernünftig. Mal nicht mehr ganz. So, was haben wir jetzt hier noch? Das habe ich auch nie verwendet. Precious X ist nur eins möglich. Ist auch noch nur eins möglich. Hier wären jeweils drei oder vier möglich. Hier. Naja, das kostet nur Geld wieder. Und erstmal ohne drauf zu achten, nehmen wir von diesen dreien jeweils einen mit. Magic Mirror kann auch nicht schaden, nehmen wir davon noch zwei. So, Farm of Life oder Beat Chain? Bin eher eine Beat Chain, obwohl auch da zwei möglich sind. So, es reicht fürs Precious Egg nicht mehr, naja. Schade. Neues. Ich glaube, in anderen Shin Megami Tensei-Teilen, also Heats zum Beispiel, Heats Dämonen-Teil in Digital Level Saga hat das Feuerelement und heißt auch Agni. Varuna, wer war denn Eis gewesen? Ich glaube, Surf war Eis. Hieß Surf Varuna? Weiß ich gar nicht. Also ich weiß, Agni war, wer gegen ihn gekämpft haben. Electricity, das müsste ja Gale gewesen sein. Es kann schon sein, dass Gale Indra hieß, denn Bayou für Argilla, das klingt vernünftig. Das Yellow und Roland habe ich halt jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie die damals hießen. Wie die ihre Dämonenteile hießen, im Endeffekt. Hier gibt es nichts Neues. So. Kleines hier. Oh, jetzt wird es natürlich richtig teuer. Mitsuru Yujunpei, das wird ja richtig schlecht hier. Wir könnten natürlich sagen, wir entscheiden uns jetzt für eine Endgame-Gruppe und trainieren nur noch die und kaufen nur noch für diese Leute Ausrüstung. Oh, hier werden wirklich Schuhe mal vonnöten. Bei Junpei und Mitsuru werden dringend neue Waffen vonnöten, das ist ja katastrophal. Nehmen wir meine Final Armor, das klingt was nach was, was Männer und Frauen tragen können. Der 200er Claymore ist immer noch auch kacke für Junpei? Ich hab den gerade verkauft, ich wollte auch gucken. Ja, ich hab auch nicht, na gucke mal. Claymore haben wir nicht mehr, der ist verkauft. Ja, ich sag nur, das hätte ja sein können, dass der aber gut gewesen wäre. Nein, okay, dann ist das gut gewesen. Metis braucht dringend neue Schuhe.
Ja, weil sie hat ja noch 10er oder so, oder? Sag mal, was sie ist, was für Mate ist. Na gut, plus 3 Magic, also ist ja auch Zauber. Da haben wir kein Geld mehr schon für Waffen, aber ja. Waffen brauchen wir eh für gewöhnlich weniger als Ausrüstung. Wie gut war der Hero-Bogen oder ist der nicht so toll? Hab ich noch nie geguckt, aber ich hab mir so nicht, ich hab ihn nicht verkauft und nie ausgerüstet. Weil der war halt in der Rare Chest und hoffe ich, dass der relativ ist. Hast du bei Accessoires ein paar sinnlose verkauft? Ja, ich hab. Das war 2000 Wunder, sonst hab ich jetzt nie verkauft, weil ich die Lust hatte dazu, aber. Kann ich ja nächstes Mal machen. Wollen wir. Wir wollen. I haven't heard anyone since then, so why am I being left out? I'm doing my best to help, so why are they still treating me like a kid? I'm not a kid. That's something a kid would say. Du würdest sagen, du bist noch ein Kind? Ich würde sagen, ich bin noch ein Kind. So, welches Vermilis willst du? Ist es Eis, gar nichts oder ganz oben? Das ist was hat für Metis. Das ist für Metis. Ich hab das gerade für 320.000 gekauft, weil ich nie geguckt habe. Was hat das ganz oben noch für einen Effekt? Resist Slash, also Resist Ice oder Slash. Ich hab gerade für 320.000 ein Ding gekauft, weil ich dachte, das ist eine Ausrüstung für Yukari oder Junpei. Viel gelesen. Scheiße. Tja. Jetzt hat sie einen mit einem anderen Effekt. Achso, ja. Nochmal. I stay here to give the rest of you backup. How can I help? Maybe we're talking. Madis considers herself your younger sister, right? Before she was just acting that way, but if she really has the heart of a child, I think we should be more lenient with her. Hier wird niemand geschont. Aus den Fakten kommen auf den Tisch. Die harten Fakten sagen, dass Yukari ziemlich schlecht ist. Junpei noch schlechter. Und Ken erst. Yukari, Ken und Junpei gekauft. Ja, elementartechnisch ist das auch eine gute Truppe. Sozusagen. Mario is looking at you with concern. Bleibst du leider draußen. I don't think Madis is that bad, really. All the same, I wonder if she couldn't be a little easier to talk to, you know? Whoever put her together made her a little too realistic. Who wants a weapon that sulks? Hat allerdings recht. So, du bist gekauft. Aber haben wir auch was für dich gekauft? Final Armor zum Beispiel. Ja, der hat noch was doch schlechter, war noch schlechter als Mitsuru, ja. Hat er keine besseren Schuhe? Ich glaube nicht. Und dann ist noch die Frage, was hat er Power Enhancer, war glaube ich Rakuka oder sowas zum Beginn des Kampfes. Lassen wir es einfach. Your new persona talent. Yukari seems to think that you inherited it from him. What do you think? Do you have any ideas what happened? Inherited it? Yukari doesn't know for certain, either. It's just that you were the only one to hear his last words. She has mixed feelings about that. Try to understand. Verständlich, es war seine Freundin. Es aber ist nicht, immer nur aber ob es ist Johnny, weiß man nicht. Sie ist seine Freundin. Weiß nicht, was Yuko davon hält. Das ist völlig egal, was Yuko davon hält. Yuko ist unwichtig. Außerdem hätten wir ja je, wir hätten auch Fuka und sie daten können. Sie sind alle eifersüchtig. Ja, aber Yukari ist kennen. I see. Well, I hope you don't think badly of Yukari. He was precious to us all. Thinking back, Madis said we are the reason the Abyss of Time is here. Us, and not the shadows that are littering the place. Damn it, what's going on? I'm not Junpei, but I can't think of anything that could have caused this. Anyway, we'll find the answers if we keep going. If there are enemies weak to lightning, my Caesar should do it. Let me know if you need me. Tja. Jemand schwach gegen Lightning? Weißt du. Achso, ja, wir machen erst. I knew there's a secret to the personas we don't know about. Not much further to the deepest level. I wonder what's waiting for us down there. Kauft. Erzähle. Nein, wir reden erstmal alle durch. Es kommt noch ein Moment, wo ich das sagen kann. Everything you laugh about that you talk about is the past, huh? I'm not happy to have that said straight to my face, but then again, she could be right. What else were we supposed to do? We keep seeing things from our past. Herzlich willkommen. Nein, was ich sozusagen sagen wollte, ist, ein Grund für den Abyss of Time könnte halt wirklich der Abyss sein. To all starts, ist was Feines. Einfach wie Abyss.
Und dann gibt's nur einen, der uns helfen kann, nämlich Artorias the Abysswalker. Was ist denn das? Artorias the Abysswalker ist der beste Endgegner aus Dark Souls 1 und wahrscheinlich der zweitbeste Endgegner von allen Dark Souls und Bloodborne-Spielen. Wo ich jetzt spontan auch nicht mehr wirklich genau weiß, wer da noch besser sein sollte im Ranking. Habe ich wieder vergessen. Okay. This must be the seventh door. I think it's last one. Are you ready? Attacke. Minatsushi. Mr. Wing. Take Minatsushi. Glaube ich, die fünfte Tür und du sagst es, glaube ich, die siebte Tür und sagst es, glaube ich, zum fünften Mal. Let me scan up ahead. Ja, ich habe das auch immer, wenn du Take gesagt hast, muss ich sagen. That looks like Anor Londo again. Please be very careful. There might be Smooth and Ornstein somewhere. Die Einschlagung jetzt die Ice Queen Attacke. Ziel ist zum Boss kommen und den Boss vielleicht eventuell anschlägern, um zu gucken, was er kann. Ja. Bringst du mal? Achso, ja, ich kann. Ich mach Safe State Duty. Ist ja wohl nicht schlecht, das hier. Ja, ich wüsste. Anor Londo war aber. Also das Gebiet, was wir Anor Londo genannt haben, war ein bisschen anders, oder? Nein, doch, das war auch dieses Etagenmuster. Darum, ich musste ja mal nach der Folge oder wenn wir mit der Recording Session heute mal fertig sind, ich musste mal ein paar Screenshots von Anor Londo zeigen. Damit du mal verstehst, warum ich das meine. Gib mir einen Sack. I'll scan the 100.000 Lebenspunkte. Ich wollte gerade sagen, die hätten eine Menge. Ne? Und die waren doch in The Journey, hatten die ja gar keine Schwäche gehabt. Genau so nämlich. Das sind wieder so viele, wo ich sagen würde, das lohnt sich gar nicht, das zu machen. Einfach abholen. Weil so viel KP, fast alles nullifiziert, das ist. Kann der denn? Don't use Zeo skills, they won't work. Ach nee, mit Elec. Der nervt nur wieder. Ja, darum sage ich, also das ist sowas, wo ich sagen würde, einfach hau weg den Scheiß. Leider null Erfahrung. Also gut, dass wir es wissen jetzt, dass wir vor dem Vieh in Zukunft wegrennen können, aber auch wir können vor dem Vieh in Zukunft wegrennen. Ja, wir können von jedem Gegner wegrennen, das klappt halt nur nicht immer. Okay, wir können natürlich von jedem Gegner wegrennen, die Option ist natürlich immer da. Da ist auch wieder ein schöner Koffer vor uns. Wo bestimmt mal mehr als bloß 4000 die anderen sind. Nämlich sein Fizz Rage oder sowas. Aber schon lange nicht mehr. Sind wir dagegen immun? Tarnat? Guck mal, Fix. Also, ach, jetzt hab ich Fierk ist Raid oder was? Weiß ich nicht, eigentlich ist Fierk nicht Raid. Also, vielleicht ist Fierk Auto Raid. Fierk ist jetzt auf ein, hat er jetzt auf Raid. Also die scheinen auf jeden Fall schon mal Reflect Slash zu haben. It's weak against Garu skills. Das freut Lucari. I won't lose. Und die werden sich wohl nicht mit Hammer und Mudo besiegen lassen, die sind zwar dagegen nicht immun. Lucari-chan defeated an enemy. Ja, er ist sogar schwach gegen Hammer. Obwohl er selbst kann. Ich speichere jetzt, wenn ich mir das zurückwerfe. Ja. Bin ich halt tot. Game over. Spiel für immer verendet. Für immer. Let's play dann vorbei. Das ist wie diese, es gibt ja Spielstellen bei Spielen, wenn du einmal stirbst, ist das Spiel vorbei. Ja, na klar. Bei Minecraft gibt es zum Beispiel das Spielstellen gelöscht im Hardcore-Modus. Ja, das ist ja auch Diablo. Wenn bei Diablo du stirbst, ist dein Charakter tot. Dann kannst du quasi im Spiel starten Menü. Hey, du hast mal RKP überlebt. Das ist jetzt natürlich nicht mehr, aber. Das lief ja. Ich würde fast sagen, perfekt. Fast perfekt. Weil die gegen Hammer schwach sind. Nee, nicht schwach. Das könnt ihr ruhig zurückwerfen. Genau, also bei Diablo zum Beispiel, wenn da dein Charakter stirbt, dann ist der halt auch, der Spielstand ist dann raus und im Hauptmenü siehst du aber quasi im Hintergrund, entweder waren es Grabsteine oder noch die Charakterbilder leicht ausgegraut von allen Charakteren, die du schon mal gespielt hast und auf welchem Level sie dann gestorben sind. Okay.
Okay. Also, dass du quasi nochmal siehst, okay, mit dem bin ich bis auf Level 64 gekommen und dann ist er trotzdem mein Spielstand gestorben und so weiter und so fort. I'm sorry. Nee, du machst gefälligst. Nee. Komm, da oder du machst halt ja. Auch keine schwachen Maten hier. Du bleibst hier. Ja, dann macht er was mit Kopf, ja. Oh, auf dich sogar, wow. Das ist überraschend. Komm, ich bin eh weg hier, aber mal gucken hier. Weißt du, wenn du bei Megiddo Laon das letzte O durch ein U austauschen würdest, also Megiddo Laon, dann wäre das ein Wort, wo alle fünf Vokale drin vorkommen. Hammer. Der absolute Hammer. Das ist eigentlich der Spruch, mit dem ich mich zurückmelden wollte am Beginn der Folge. Aber den habe ich dann schon wieder auf dem Weg vom Klo zum PC vergessen gehabt. Jetzt also ja gerade Megiddo Laon eingesetzt. Also wieder mit dem Transrapid vom Klo. In 10 Minuten. In 10 Minuten bis zum PC gefahren bist. Dann im Flughafen eingestiegen. Apropos Flughafen. Weißt du, da gibt's Endgegner. Schnell noch an Tschernobok vorbei. Ich hab mir sagen lassen, da gibt's Endgegner. Mach du dich ruhig lustig. Wenn du mal Digi-Devil-Saga spielst und dann kommt Kali, da machst du richtig weg. Ich lache irgendwie lustig, da freue ich mich total. Gibt's da auch Ganesha als Teammate? Gibt da keine Teammates, da sind das Gegner. Da hast du deine festgegebenen Charaktere. Also das, da hast du sozusagen wieder, du bist Mensch, nicht ihr Mensch. Ganesha gibt's bei Lucifer's Call. Aber da kann der Teammate sein. Die sehen. Ja. Die sehen irgendwie alle aus schon wieder. Na, rein das Farbschema von den Tänzern ist genau das gleiche Farbschema, was die Endboss-Tänzer machen. Die sehen alle so ein bisschen aus wie. Entweder haben sie so ein bisschen als Gebiet angepasst oder so, aber. Ja, weil das Gebiet an sich halt sehr Licht. Heilig aus. Lichtheilig. Ja, lichtheilig. Akihiko-senpai might be good against it. Das stimmt erstmal. Wow, hat hier ein Mehl. Mediarama. Babidi. Rama Rama. Babidi. Mediarama. Babidi. Bidi. Bidi. Bada bada bada. Mediarama. So langsam genug geblockt hier. Glück ist alles. Er ist ein Natural Dancer. Glaubst du, er macht den Safety Dance? Wir brauchen Strike. Wer kann den hier? Der kannst du Raphael nehmen, der hat glaube ich einen Strike. Swift Strike. Gekauft. Dann bleibt nicht Raphael. Mach zu Ben. Na dann mach zu Ben. Komm, bitte nur einen anderen treffen und alle zurück da. Nee, Doppelmiss. Ich mag diesen Dungeon jetzt schon nicht. Ich weiß nicht mal warum. Wind doesn't seem to work, so be careful. Ich bin erstaunt, dass Tentarafu uns mal nicht getroffen hat, weil sonst trifft es das immer. Schwach, Yukari. Sehr, sehr schwach. Perfekt. Heilung zum Mitnehmen, bitte. Ich glaube, wir kriegen ihn im Angriff, wenn wir vielleicht schon wieder trainieren müssen. Ja. Obwohl die nicht so viel Leben hat, wir haben. Ja, es ist ja einfach nur wieder am Anfang. Oha, die sind stärker als gerade eben. Ist doch die Treppe wieder ewig weit weg. Du musst sie nicht anschießen, wenn sie dich entdeckt haben. Dann kannst du auch einfach wieder weglaufen. There are two enemies. Vielleicht ist hier gar kein Enemy hast mehr. Du schon L gemacht. Brauche ich nicht. Gewonnen. Fast gewonnen. Jetzt sind wir lieber L gemacht. Oh.
Ey, auf Fuß. Ja, yeah, the fist out of nowhere. Ich weiß nicht, warum ich diesen Skill so cool finde. Ich will ganz gut zu Ganesha passen. Boah, Alter. Fett. Wenn der die Fist out of nowhere machen würde. Und alle denken immer beim Fisten, das kommt von unten. Nee, nee, die Fist out of nowhere kommt von oben. Yeah, Thanatos! Der ist ja nicht gepowert, Charles. Ja, da kommt er ja nicht mehr zum Angriff, weil Junpei jetzt einen Kritik macht. Dann ist er da oben und dann kommt Close Attack und dann ist er besiegt. Oder so wie Vicious Strike erwarten. Und er hat noch Elec. Oder macht jetzt mal Poison. Wow, hat der viel. Sie hat wirklich sehr, sehr viel Leben. Aber gleich hat er weniger. Für mich Ziodine. Jetzt kommt Hamao. Ich wusste gar nicht, welche Richtung er fliegen sollte, oder? Er ist da hinten nach vorne geflogen. Ja. Das ist wie dieses. Dieses eine Panel-Ding, wo quasi auch war. Oh mein Gott, ich glaube, gleich passiert wieder etwas Schlimmes. Hä, was meinst du damit? Nächstes Panel, Person stolpert. Nächstes Panel, fliegt quasi gerade auf die zweite Person zu. Nächstes Panel, auf einmal dreht sich die Person 180 Grad. Und dann liegen die quasi völlig blöd in der unaussprechlichen Pose am Boden. Darum, was ist in diesem Panel da oben passiert? Naja, ich habe mich halt gedreht im Fall. Wie? So, this poison. Ich habe jetzt noch 5 Revival Beats gekauft. Das sehe ich. Also, damit wir nicht in einen Mangel kommen. Das ist fleißig. Versuch den mitzunehmen und das heißt. Kennen wir ja schon. Und warum? Weil du immer schön fleißig bei jedem neuen Gegner erstmal L machst, dass er so angreift. Es gibt keinen, den ich gerade geheilt habe. Da wirkt es, das Poison noch. Lass ihn aufstehen. Yeah, Junpei! Zum Glück macht die Gruppe eigentlich, dass Ken auch noch auf den Angriff verzichtet hat. Ja. Aber es kommt doch trotzdem die Raid-Elec und dann ist Ken sein Angriff auch egal. Zumal er ja bei beiden treffen müsste. Lass ihn liegen, der kommt von alleine wieder hoch. Lasst ihn liegen, Scheiße tritt sich fest. Lasst ihn liegen, Scheiße tritt sich fest. Kennt man noch den alten Spruch? Wenn die Oma auf der Straße mal wieder ausgerutscht ist. Oder der Opa. Kenn ich nicht. Fußballspruch, wenn ein gegnerischer Spieler liegt. Ich kenne keine Fußballsprüche, weil ich habe mit Fußball nicht am Arsch. Dabei hast du einen Hut. Das weiß ich. Aber ich habe sonst nichts mit Fußball. Oh, ich war das letzte Stock, was sich so lange gezogen hat. Na ja, komm, nicht noch mit. Du kannst ja diesmal so machen, dass du ihn Surprise attackst. Also der kommt noch weiter. Nee, der dreht sich ja gleich in irgendeine Richtung um, zum Beispiel in die da.
Das kannst du entweder sagen, du nimmst die Surprise Runde oder du hast einfach ab. Persona! Yeah! Fuck you, evade Elect. Den wische ich jetzt im Boden hier. Aber richtig. Ich weiß nicht, was ich getroffen habe. Und jetzt trifft Ken noch zweimal den Blitz und dann ist nochmal Auto-Attack und dann ist der Kampf nicht vorbei. Dann ist der Kampf vorbei. Daneben, bitte daneben, Miss. This is what my power is meant to be used for. Daneben. Das ist ja wie I vote Miss. Damn, you move as fast. Yeah, let's do it. Kann man so. So, jetzt könntest du auf Thanatos wechseln und einfach mit Ido machen. Das trifft nämlich, da reicht es nämlich aus. Hätte ich machen können, ja. Wenn das mal bei Bosskämpfen hoch so funktionieren würde. Ich hätte auch auf Mod wechseln können und Mamodoran machen. Das ist gut. Aber das auf Daisuno wechseln können, den wir jetzt wieder haben. Der Hammerhauen kann. Ohne Hammerbus und alles. Ja. Boah, du nimmst einen neuen, hat Daisuno. Wollen wir lieber ein bisschen Geld nehmen oder willst du wieder fahren? Ich guck gerade auf Geld. Das ist nämlich die 4. Fahren ist, glaube ich, die 2. Mein Glück, dass du mich gehört hast, dass du immer eine komische Waffe bekommst. Oder ein Equipment-Ring, wie wir herausgefunden haben, dass das ja auch dabei kann. Und unsere passiven Leveln mit, das ist einfach überragend. Die werden wir nie los. Kannst kein Ganesha draus fusionieren. Komm jetzt in die Spoilern. Ich habe übrigens bei dem Bosskampf, wo ich noch alleine war, einmal Safe State geladen gehabt wieder. Und also ich habe quasi geladen, weil ich bin draufgegangen und dann hat ja immer bei dem Treffer, den du bekommst, setzt er die Rumble-Funktion vom Controller kurz ein. Und der hat quasi den Rumble irgendwie zwischengespeichert gehabt, als irgendeine Bit hat sich nicht zurückgesetzt beim Laden, sodass der erstmal die nächsten 5 Minuten durchgewumbelt hat. Okay, wie hat sich das geändert? Es hat dann irgendwann bei irgendeinem Speichern oder bei irgendeinem Neuladen, als Aegis dann mal wieder gestorben ist und ich dann wieder geladen habe, da hat es dann aufgehört. Ja, deswegen musst du halt aufpassen, wie du speicherst. Ja, na, was heißt, wie speichere ich? Ich habe halt einfach sozusagen noch, es war mitten im Laden und da hat es halt vibriert gehabt und aus irgendeinem Grund hat er das die Variable vom Vibrieren nicht so. Ja, ne, natürlich nicht. Ich meine, deswegen musst du aufpassen, wie der Decken passt nicht immer auf, welche Situation ich speichere. Ist der Hammer nicht Vorteil gehabt? Hättest du mal lieber Thanatos genommen. Das war nicht gestartet. Ja, aber Hammer hätte Vorteil gehabt. Es wäre zu einfach, wenn alle Panzer immer blinzeln. Ich weiß es nicht. Alle Panzer sind immer blinzeln. Oh yeah. Aber du hast schon gescoutet, oder? Ja. Die Frage gar nicht. Sache echt. Der ist strong gegen Death und hat trotzdem getroffen. Das ist relativ. Nur Blitz. Fire. Ich die Person auch wechseln können, aber ist egal. Ich glaube, Mord hat mal wieder Erfahrung. Der hat ja kein Glow. Oder guckst du auf eine Waffe lieber? Ich gucke jetzt nicht auf Erfahrung gerade. Erfahrung? Ja. Ach, Junpei. Das interessiert ja keinen. Meine Mutter hat aufgelevelt. Au. Was denn du? Ich war nämlich gestern Abend bei mir trainiert. Mutter ist Dida und ist der stärkste im Knast. Ist es Dida, die da drüben an der Ecke steht, oder ist es Dida, die dir den Koffer dreht? Nein, es ist Dida. Dida, der da am Bevor steht. Wir kennen uns schon, nicht wahr? Genau. Ja. Wir kennen uns noch nicht? Doch. It's weak against...
3 enemies left. Nico, please be careful. Wie ist doch die schöne. Wir wollen erstmal den Boss hin, dann müssen wir, worauf wir uns vorfahrt trainieren müssen. Ja. Wie viele Stockwerke. Oder wen wir mitnehmen müssen. Genau, wie viele Stockwerke und alles. Wie ist es in der Werbung doch so schön? Hol mir mal die Vita, die da. Ich bin doch nicht dein Cola, Bola. You're slowly getting closer to that presence. It's very near now. Be careful. Also die Stockwerke werden irgendwie nicht größer, sind mal 7 oder 8 Stockwerke, die man. Ja. Die Stockwerke, die. Die Abstände bis zum nächsten. Ja, genau. Gut, möchte ich auch sehr, wenn du nie speichern kannst. Two enemies. You've surprised them. It's weak against. Da musstest du wieder wechseln. It's weak. Two more enemies to go. Oder halt abhauen. Johannes, was war's? Oder nimmst Tor. Aber Tor hat, glaube ich, Growth. Dionysus! Dionysus, Attacke! Rage Electric. Greif den an, der steht. Oder halt. Ja, Ken, wir gucken dir zu. Der ist echt drin kaputt. Ja. Wir haben ein neues Glück. Da war die Yukari, den er auch extra aufstehen lassen, damit du möglicherweise beide da schießt. Jetzt haben wir alle vier jeweils einfach gepoisoned werden. Ja. Wusstest du eigentlich, dass unsere Waffe, außer dass die eine neue ausgerüstet, die Gegner vergiften kann? Habe ich schon gesehen. Das war auch gegen einen Boss damals. Dass das ziemlich oft passiert, erstaunlicherweise. Kommt schon ein dezentes Boss-Feeling auf, durch gewisse Aktionen, die in diesem Kampf stattfinden. Ich will direkt. Manchmal passiert das. Denn manchmal, aber nur manchmal, weichen Gegner gern deinem Zauber auf. Wenn wir dann draußen müssen, wir wieder Dispoisen nachkaufen. Mal gucken, wie Hula mit Rosé-Hugo schmeckt. Stark. Aber ich bin stärker. Four enemies. You've surprised them. Give me a sec. I'll scan. Die können doch bestimmt nicht. Fangen wir doch mal an mit. Wenn ich die vier Schlangen so sehe, erinnert mich das an unsere Anfangszeiten von The Answer. Da war das ja auch eine normale Gegnergruppe. Genau, die haben mit übelst genervt. Weak dagegen. Perfekt. Wir haben, glaube ich, den richtigen Charakter, also die richtige Person ausgerüstet dafür. Das war die Motte im Dienst. Weak gegen Eis. Wer braucht denn das? Fritz. Hier müsste ich auch kein Leben. Mit Rosé-Hugo ist es nicht ganz so süß. Aber geht auch. Der braucht keine Erfahrung mehr. Den zum Beispiel könntest du nehmen, weil der hat keinen Growth. Den der Fufu. Lass ich einfach Mod. Weil du nimmst, hast du nicht auf Lachsen nie gewechselt? Ich kann noch nie eingesetzt, zeig was du kannst. Du hast eine Chance. Wenn du versagst, werde ich dich direkt dismissen. Die habe ich zum Fusionieren geholt. Great battle. Money auf der 4, auf der 2. Auf der 4. Ein cooles Vieh, ey. Von außen her übelst hässlich. Was? Das ich meine, findest dein Styling fesch. Ich meine, ja, gegen Lamia und Ganesha stinkt ab, aber zu wissen.
ist das schon ein hübsches Kerlchen. Bereitet man schon mal ein bisschen vor, musikalisch, auf das, was bald ansteht. Der chillt sein Leben da. Ja. Ignorieren einfach. Wenn ihr die Gegner schon mal kennenlernen. Die kennst du schon. Die haben nämlich Dodge Elect, wenn du dran hast. SKP. Sag ich da. Ich gebe mir ein S, gib mir ein K, gib mir ein P und dann weißt du, was ich mache. Escapade. Ich weiß, das ist der Club. Wenn du dich daran noch erinnern kannst. Ich hab leider schweres Alzheimer. Ja, ich bin eigentlich auch schon seit 3 Jahren tot. Wenn die Folge online kommt, sind wir sicher beide tot. Ich hoffe nicht. Denn sonst muss diese Folge nicht online kommen. Sagst du mal. Abgesehen davon, ja. Denn dann hättest du mit Sio runterkloppen können. Die hatten keinen Deutsch. Ich schreibe in mein Testament, bitte jeden Tag eine Folge in diesem Rhythmus hochladen. Es muss immer zuerst Persona kommen. Dann muss Dragon Age kommen. Dann Kingdom Hearts, außer einmal die Woche, da kommt eine zweite Persona-Folge. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Weil ich das so will, warum eigentlich nicht? Ja, natürlich warum eigentlich nicht, aber das ist so aus einmal die Woche. An welchem Tag überhaupt? Es ist wenigstens völlig zusammenhanglos bei wegen Dienstag oder so. Natürlich. Das ist so scheuer. Letzte Woche war es Dienstag und Freitag. Ken ist leider out of order. Und wenn du jetzt die Treppe nimmst, dann ist Ken nicht beim Kommen dabei. Watch out. There are 4 enemies. Sehr gut, Ken, was du uns da gebracht hast. Na, jetzt töte noch den, den wir noch gar nicht kennen. Oder töte ich. Genau, wie er gesagt hat. Das müsste beim Kampf sagen, not bad, Stupay. Das sind 3 von den Viechern, warum machst du nicht nochmal den Spaß? L? Mach ich doch gleich. Ja, und sonst machst du es immer nicht. Darum sage ich lieber gleich als nicht. Oh. Komm her, hier. I don't think you can get away. Ich glaub, du ärgerst dich doch noch ein bisschen. It doesn't seem like strikes will work. Das sind wir so eine Gegner, da hast du richtig Lust zu kämpfen. Be careful. Junpei-kun is badly hurt. Mir doch egal, was Junpei-kun ist. Soll seiner Mutter gehen, wenn er sie aushält in Tartarus. Zum Dida. Soll es zum Dida gehen? Der hat mich auch aufgelevelt. Das findest du witzig, wa? Ja. Wenn das deine Mutter wüsste, worüber du lachst, schämst du dich nicht. Bist bei Dida zum Frühstück? Ja, Dida Rama. Der war cool. Aber weißt du, was Dida hat? Diabetes. Hat er nicht gesagt. Wer der Dieter? Na sicher. There are 3 enemies. Be careful. Sonst noch Wünsche? Ja. Da musst du mich noch einmal in dieses Vieh rein, was nur eine Schwäche hat und dann aber Dodge und Evade von beidem. Narcissus, was auch immer. Du guckst nicht mal nach, was das ist. Machen wir dann mit dem Speicherpunkt. Ja, was, wenn das so geil ist, dass uns das Weg zum Speicherpunkt so viel leichter macht? Was, wenn da Quistes Treppe ist? Die kennen wir auch noch nicht. Da könntest du ja die erste Runde nutzen, um die kennenzulernen. Du warst Zio? Der war Zio. Grand und Margus kennen wir auch immer. Stark dagegen. Mensch, so rum. Persona!
die haben das reflektiert. Alter, Gesicht sehe ich, dass das auch mitbekommen ist. Wie kann das hier jeder? Ja, werft jeder einen Medical Powder auf uns, machen sie es doch nicht wieder. Und wir haben zwei Leute, die beide jeweils die Schwäche von den Teachern treffen und beide haben erstmal Medical Powder gemacht. Damit Yukari die gut heilen könnte, nicht heilen muss, weil wir aus dem Heilbereich raus sind. Yeah! Was hast denn du jetzt? Ich wette, den Ring, den wir haben, ist ignoriert gegnerisches Repel Instant Death. Stimmt. Ich wette, das kann der. Gucken wir doch mal. Hast du wenigstens gemerkt, wie das Ding hieß, was wir bekommen haben? Event for Becoming Charms. Ich wusste, das ist doch total für den. Das ist für das, wo das Klopapier reinkommt. Nämlich auf die Rolle. Doch, Bands für die Rolle. Wenn du wir sind ganz von da. Vier Leute manchmal Klopapier benutzen. Ich habe mal einen Link von Frauentausch gepostet. Und die hässliche Frau, wo da stand, ist dann nur da auch Klopapier. Richtig hässlich, das Bild. Die ist zur Not auch Klopapier. Na, mit Nutella schmeckt das bestimmt gut. Alles biologisch irgendwie abbaubar. Klar. Das, was auf das Klopapier draufgestellt wird, ist schon biologisch abgebaut. Was ist eigentlich, wenn du Klopapier isst und dir dann, wenn du mit dem Verbrauchungsvorgang fertig bist, den Arsch mit Klopapier abwischt? Wird sich dann der Hinter nicht auch verarscht, dass dasselbe hinten ist wie vorne? Also, wenn du verstehst, was ich meine. Ich bin so fisch. Als war der Arsch der Arsch oder das Klopapier? Oder der Arsch, der das Klopapier erfunden hat. Die kennen wir beide noch. Ich will einfach nur wissen, wo der Speicherpunkt ist. Im Dorm. Du darfst da nächste Folge gern trainieren, da kannst du gerne gucken, was die können, wer das ist und darf ich was wirklich? Sie so beruflich machen. Ich bin nämlich Fan von Training. Ohne Wertschätzung? Ich bei die Answer nicht mehr. Ja, es ist halt nicht Harald, das ist natürlich bitter, aber alles. Noch eine Narcissus Flower. Das läuft doch. Das ist Sackgasse. Lässt der echt von uns ab? Nee, schütte hier. Achso, da ist er. Das ist nicht sehr. Ja, wir kommen trotzdem vorbei. Arschlecken, da ist kein vorbeikommen. Denn egal, wenn du an der Bar bist, Tranquilo ist an der Bar nicht da. Da ist der Safe Point. Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. This feeling. This has to be. Egal wie schlecht du kochst, Karl Marx. Egal wie viele CDs du hast, Karl Benz hat mehr CDs. So. In der nächsten Folge schauen wir uns diesen vermeintlichen Boss an. Mit dem wir gleich den kompletten Bereich hier wischen werden. Auch mal an einem Safe Point einfach mal speichern. Warum? Wow! Jetzt nicht uns an 1 Stunde 50 Safe Point. Was sind wir mitbekommen, dass wir da alles verkackt haben bisher und da auch mal neu starten müssen? Beim nächsten Mal gucken wir, was uns erwartet. Dann wird Nasco wahrscheinlich ins Training übergehen. Außer wir hauen den Boss einfach weg. Oder wir starten nochmal neu bei 1 Stunde 50. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir nochmal neu starten bei 1 Stunde 50.